und somit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf meinem YouTube-Kanal Reveal Rabbit. Freut mich riesig, dass ihr auch dieses Mal mit dabei seid. Ich möchte heute etwas ausprobieren. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, vor knapp einem Jahr habe ich die Insta360 Go vorgestellt. Das ist diese kleine Kamera. Und damals habe ich gesagt, wenn dieser Winzling etwas günstiger wird und länger am Stück aufnehmen kann, dann könnte man damit sehr viel Spaß haben. Nun, ein Jahr später, die Kamera ist günstiger geworden und man kann jetzt viel länger aufnehmen. Man hat nicht mehr diese Limitierung von 15 oder 30 Sekunden pro Aufnahme. Jetzt werden nicht nur die Instagram-TikToker angesprochen, sondern auch wir. Wir, die gerne draußen unterwegs sind, Kopter fliegen, Renndrohne fliegen. Denn die Kamera hat jetzt einen FPV-Mode spendiert bekommen. Man kann nun bis zu 5 Minuten am Stück aufnehmen. Und genau das möchte ich mit euch in diesem Video ausprobieren. Zum einen mit der Risetag Tello, weil ich weiß, viele Zuschauer fliegen diesen Winzling. Und zum anderen mit diesem Baby hier, um dem Namen FPV-Mode gerecht zu werden. Ich habe jetzt schon mega Bock. Lasst uns loslegen. Viel Spaß beim Zuschauen. Wer vielleicht noch nicht weiß, was die Insta360 Go für eine Kamera ist, der sollte sich vielleicht mein Video von damals anschauen. Ich werde es gegen Ende von diesem Video nochmal verlinken. Dort erzähle ich nochmal alle technischen Daten. Aber im Grunde kann man sagen, es handelt sich um eine super kleine, kompakte Kamera, die in Full HD 30 FPS aufnimmt, einen fest verbauten Akku hat, mit einer Ladeschale unterwegs geladen werden kann, um natürlich die Laufzeit zu verlängern. Wir haben hier die Flow State Stabilisierung, die für super ruhige Aufnahmen sorgt, als würde man mit einem Gimbal aufnehmen. Und bei solch einer kleinen, kompakten Kamera ist das natürlich was Besonderes. Des Weiteren haben wir einen kleinen magnetischen Clip, damit wir die Kamera fast überall anbringen können. Wir haben hier natürlich nicht die gleiche Auflösung einer größeren Actionkamera, das ist klar. Natürlich habe ich die Go unten in der Videobeschreibung für euch verlinkt. Derzeit gibt es auch eine Sommeraktion bei Insta360, bei der ihr einen Rabatt auf diese kleine Kamera erhaltet. Es gibt noch ein paar weitere Deals, also wenn ihr Interesse habt, schaut einfach mal vorbei. Und bevor ich euch jetzt zeige, wie ich die kleine Go an der kompakten Tello angebracht habe, solltet ihr wissen, dass diese FPV-Mode auch wirklich nur für Drohnen oder Objekte gedacht ist, die sich bewegen. Denn im Flug, im Fahren, wie auch immer, am Fahrrad, Auto, wird die Kamera gekühlt. Deswegen ist diese Laufzeit von 5 Minuten überhaupt möglich. Bevor wir überhaupt irgendwelche Aufnahmen machen, sollten wir zunächst mal in der Insta360 Go App auch einstellen, dass wir den FPV-Modus benutzen möchten, um die bis zu 5 Minuten Aufnahmelänge zu bekommen. Dazu muss das Smartphone mit der Go-Kamera übers Bluetooth verbunden werden. Dann gehen wir hier auf die Aufnahmelänge. Ihr seht schon, 15 Sekunden, 30 Sekunden, 60 Sekunden und 5 Minuten FPV-Modus können eingestellt werden. Das bestätigen wir jetzt und können ab jetzt bis zu 5 Minuten Länge aufnehmen, wenn die Kamera während des Flugs gekühlt wird. Und jetzt lasst das Ding mal an der Tello montieren. Ganz klassisch war die erste Idee, hier so eine Action-Kamera-Halterung anzubringen. Diese hier dran zu kleben und dann mit einem Gegenstück und diesem Rahmen, der schon bei der Go beiliegt, oben drauf anzubringen. Klingt in der Theorie zunächst einmal auch nicht verkehrt, aber in der Praxis merken wir was? Boom, diesen hier. Es würde gar nicht gehen. Deswegen ist auch dieses Teil erstmal hinfällig. Bei der Insta360 Go liegt noch diese Montierplatte bei. Auf der Unterseite ebenfalls ein Klebepad und das ist zum Glück auch flach genug. Das könnte man hier so mittig anbringen, damit dann später das oben drauf kommt mit der Kamera. Hört sich auch interessant an. Wenn man hier die Propeller dreht, denkt man auch, okay, das geht sogar durch. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass im Flug sich die Propeller, die ja ein bisschen nachgeben, auch mal nach unten biegen können oder nach oben. Und dann kann es auch passieren, dass das Ding dagegen kommt. Das ist ja hier Plastik, federleicht. Das kann man perfekt zuschneiden und Ersatz ist auch nicht teuer. Deswegen werde ich hier erstmal hingehen und gucken, wo ich ungefähr das Ganze anbringen möchte. Und dann schneide ich einfach mal einen Streifen ab, damit die Propeller später dann Spiel haben und nicht gegenkommen. Gesagt, getan, das Ding ist jetzt um ein Viertel gekürzt. Ich habe hier auch nochmal die Ecken ein wenig entfernt, damit es hier gleich passt und keine Propeller im Flug gegenkommen können. Zack, und schon haben wir die Halterung fertig. Natürlich ist super wichtig, jetzt schon die Kamera
korrekt auszurichten, denn wir müssen berechnen, wenn die Drohne fliegt, die wird sich nach vorne neigen. Okay, jetzt wissen wir, wie die Insta360 Go an der Tello angebracht wird. Und ich muss sagen, das hält wirklich stabil. Da brauchen wir keine Sorge zu haben, dass das Ding abfällt im Flug. Naja, probieren wir es mal aus. Und tatsächlich, die Tello hat es geschafft, mit der montierten Insta360 Go und der Halterung in die Lüfte zu gehen. Die Kamera wiegt zwar nur 18,3 Gramm, verlagert aber den Schwerpunkt der Drohne und das merkt man auch so ein bisschen im Flug. Denn in erster Linie ist die Tello dafür entwickelt worden, ohne extra Ballast und ohne veränderten Schwerpunkt geflogen zu werden. Und das spürt man, also hier darf man keine Wunder erwarten. Aber nichtsdestotrotz kann man sowas ausprobieren, vor allem auch eher Indoor, denn drinnen haben wir keinen Wind und das ist dann nochmal leichter für die kleinen Motörchen der Tello, alles stabil zu halten. Man sollte natürlich nicht außer Acht lassen, dass hier auch die Flugzeit dann leidet. Ich habe jetzt nicht nachgemessen mit einer Stoppuhr, aber man kann sagen, um die 50% weniger Flugzeit haben wir dann. Hier mal ein paar Aufnahmen. Lässt sich doch sehen, oder? Dafür, dass wir so eine kleine, kompakte Kamera haben. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie gut der digitale Bildstabilisator ist. Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass die Fluggeschwindigkeit der Tello nicht ausreicht, um die Insta360 Go ausreichend zu kühlen. Das heißt, wir kommen nicht auf die 5 Minuten Aufnahmezeit. Nach circa 2 Minuten ist dann aber auch schon Schluss. Falls ihr euch jetzt fragt, wie hast du es denn geschafft, mit der Tello solch eine Rolle hinzubekommen? Da ist ja noch die Kamera oben drauf. Das sieht ja schon fast aus wie bei einer Renndrohne. Naja, ich will es euch zeigen. Um genauer zu sein, ist es nicht die Tello, sondern die Insta360 Go App. Wir haben hier eine stinknormale Aufnahme. Ich bin gerade ausgeflogen. Diese habe ich jetzt von der Go-Kamera in die Go App importiert. Wir öffnen diese und suchen uns jetzt die Stelle aus, an der der Trick quasi stattfinden soll. Halten hier gedrückt auf dem Bild, das soll der Anfang sein. Und spulen ein bisschen vor, wo dann das Ende des Tricks ist. Halten hier wieder gedrückt, also ein zweiter Punkt wurde gesetzt. Und jetzt können wir dem zweiten Punkt sagen, du machst mal dieses hier. Boom. Und fertig ist die Magie. Und gerade wenn man mit seiner FPV-Drohne, naja, nicht in der Freestyle-Richtung unterwegs ist, sondern in der Renndrohnenwelt, wo es wirklich um Zeiten geht. Und dann möchte man natürlich auch von dem, was man da gerade trainiert oder fliegt, ein paar Aufnahmen machen. Nun wird man sich jetzt keine schwere Action-Cam oben auf die Renndrohne montieren, um eine gute Rundenzeit zu fliegen. Und das wäre so ein kleiner Kompromiss. Man hat eine kompakte, federleichte Kamera auf der Renndrohne drauf, kann diese drauf lassen, muss nicht die ganze Zeit ab und dran montieren und kann versuchen, seine Bestzeit zu fliegen und das Ganze auch aufzunehmen. Man hat dann nichtsdestotrotz ja eine bessere Videoqualität als das FPV-Signal, welches man vielleicht auch mit seiner Videobrille aufgenommen hat. Jetzt zeige ich noch schnell, wie ich die Go an dem Teil angebracht habe. Hier möchte ich jedoch sagen, dass es bessere Lösungen gibt, und zwar mit Hilfe von einem 3D-Drucker. Es gibt einige Seiten, wo man sich Modelle runterladen kann für Halterungen, in die die Insta360 Go reinpasst, um an der Renndrohne angebracht zu werden. Ich habe derzeit technische Probleme mit meinem 3D-Drucker und kriege kein sauberes, gutes Ergebnis hin. Also ihr seht das, ich habe es hier mal ausprobiert. Die Insta360 Go würde hier reinpassen. Man könnte das Ganze auch quer anbringen, super kompakt, zum Beispiel hier vorne an der Drohne sitzend. Aber ihr seht das, das sieht jetzt nicht wirklich danach aus, als könnte man das schön belasten gleich beim Fliegen. Deswegen eine super simple Sache, die man vielleicht mit Teilen, die man eh zu Hause rumfliegen hat, weil man eine Actionkamera benutzt, verwenden kann. Ich habe hier an meiner Renndrohne diese 3D gedruckte Halterung. Hier kommen Actionkameras auch dran, also das Teil kann wirklich einiges tragen, oben einfach befestigt. Und wir gehen wie folgt vor, wie beim ersten Versuch vorgehabt, aber nicht gemacht, weil die Propeller sonst dagegen gekommen wären. Wir schnappen uns wieder die Insta360 Go mit diesem Frame und der Halterung plus dieses Adapterstück hier. So. Und auch hier müssen wir natürlich schauen,
welchen Winkel wir einstellen. Ich orientiere mich hier natürlich an der FPV-Kamera, damit ich dann weiß, das, was ich in der Brille gerade sehe, an Boden oder Himmel, das wird genauso auch von der Kamera eingestellt. Aber im Grunde sieht das dann so aus und ich bin jetzt super gespannt. So viel zu den Aufnahmen. Schreibt auch bitte hier mal in die Kommentare, was ihr von dem Gesehenen haltet. Natürlich hat hier der Stabi wieder eine gute Arbeit geleistet. Also ich bin der Meinung, dass sich diese kleine kompakte Kamera in der Renndrohnen-, FPV- oder sogar in der Modellbauwelt sehr wohl fühlt. Gerade wenn man vielleicht sein eigenes Modellflugzeug zusammengebaut hat und noch eine kleine kompakte Kamera sucht, um schöne Aufnahmen vom ersten Flug zu machen. Genug rumgealbert, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuschauen wie ich beim Erstellen dieses Videos. Und vielleicht wird der ein oder andere das Ganze auch mal selbst ausprobieren. Wenn ja, postet es mal auf Instagram, verlinkt mich. Ich würde es gerne mal sehen, was ihr erstellt habt. Falls ihr mir dort noch nicht folgt, reveal_rabbit heiße ich dort. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in einem der nächsten Videos, wenn ihr abonniert habt, die Glocke aktiviert habt. Bis dann, ciao.